So, wir erstellen gleich einen Spielbericht. So, Spielbewertungen. Und eine 9. Noch eine 9. Wenn jetzt wieder eine 7 dabei ist, dann drehe ich ein Rad. Eine 10. Und eine 9. Also gute 9,25. Ein richtiger Kassenschlager könnte es werden. Oh, Verkaufszahlen 77.000 in der ersten Woche. Krass. Jetzt gibt's Kohle. Guckt mal. Guckt mal. Herzlichen Glückwunsch, neues Büro. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir einen ganz schönen Namen in der Spielebranche gemacht und Entschuldigung. Und ein großes Kapital angehäuft. Wenn du expandieren möchtest, solltest du im nächsten Schritt in ein neues Büro umziehen. Ich habe das perfekte Büro und Technologiepark gefunden. Möchtest du mit deinem Unternehmen den nächsten Schritt wagen? Möchte ich jetzt in dem Moment noch nicht. Ich möchte noch ein oder zwei Spiele entwickeln und dann ziehen wir um. Ich meine, guckt mal, fast 200.000. So. Forschung. Wir erforschen noch schnell Casual Games. Das letzte Spiel von Game Releases hat durchweg sehr positive Bewertungen bekommen. Game Hero gab ihm eine 10 und sagte: eine herausragende Leistung. Wenn Game Releases weiterhin so innovativ bleibt, wird es zum Publikumsliebling. Oh, ist das aber nett von du. Alter, fast gleich 250.000 Mal verkauft. Und noch immer auf Rang 1. Und das für PC. Jetzt sind wir abgerutscht. Aber wir haben 2,2 Millionen. Okay, ich habe Casual Games. So, ein neues Spiel entwickeln. Thema. Haben wir Zombies schon? Egal. Ein Zombie-Action-Spiel auf den. Moment. Rollenspiele und Simulationen funktionieren auf den Gamelin ganz gut. Dann nehmen wir doch. Ein Cyberpunk. Ja, ich möchte Rollenspiel auf unserer Engine. Und nennen es Deus Ex. Na, Spaß. Long Life. Egal, keine Ahnung. 2D-Grafik. So, hier ist Engine jetzt nicht so wichtig. Ist eher so Story and Quest. Und wir machen eine lineare Erzählung. Dialoge ganz hoch. Level Designs, okay. I. Stückchen drunter. Mit dem wachsenden Interesse an Videospielen bildet sich eine wachsende Leserschaft vom Videospielmagazin. Sorry, mein Ziel bietet den Entwicklern eine tolle neue Möglichkeit, ihre Spiele zu präsentieren. Neue Forschung, Marketing. Das werden wir gleich mal erforschen. Marketing. Wie sie wurde vom Markt genommen, es wurden 318.665 Einheiten verkauft und 2,2 Millionen Umsatz erzielt. Ja, das ist schon mal schön. Spielweltdesign hoch, Grafik bisschen runter, Sound bisschen runter. So, 23:17. Neuer Rekord in Design. Mal gucken, wie das reinhaut oder auch nicht reinhaut. So, erstellen wir gleich Spielbericht, bevor die Bewertungen kommen. So, Bewertungen.
Krass, schon wieder so ein Erfolg. 10. 10. Nochmal eine 10. Alter. Und eine 9. Okay, kann ich aber mit leben, mit einer 9,75. Das ist fast das perfekte Spiel. Wena, Erfinder der Master Wii-Konsole, hat den Wena Gear angekündigt. Die tragbare Konsole ist die Antwort auf den Gameling von Nintendo. Oh ja, diese Konsole hatte ich auch mal in Game Gear. Außer Batterien gefressen und Farbdisplay hatte er nichts anderes. Also das Teil hatte 6 Batterien, 3 auf jeder Seite, war richtig klobig und schwer. Und die Batterien, du hattest vielleicht 2 Stunden, 1 Stunde spielen können, da waren die Batterien alle. Es gab auch Akku-Packs, aber die waren sau teuer. Ich hatte auch noch so einen Fernsehempfänger dazu, das fand ich richtig cool. Also es war hinten so eine Cartridge, konntest du einstecken, hattest eine Antenne dran und konntest Fernsehen. Es war lustig, aber eben, du konntest nicht lang Fernsehen. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, im Gegensatz zu ähnlichen auf dem Markt erhältlichen Geräten, welche sich nicht mit Spielkonsolen messen können, ist der Wena Gear im Prinzip leistungstechnisch auf demselben Niveau der Master Wii, außer dass er eben tragbar ist. Der Wena Gear verfügt außerdem über ein Farbdisplay. Wird dieses Gerät den Gameling toppen? Wir sind gespannt. Der Wena Gear erscheint in 2 Monaten. Nö. Ah, guckt mal. Erste Woche fast 250.000. Krass. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt gehen wir über ins neue Büro. So, umziehen. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo du ein großes Büro hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, um ein Weltklasse-Entwickler-Team zu bilden, mit dem du noch bessere Spiele produzieren kannst. Jawohl. Und als erstes, Mitarbeiterverwaltung. Aber krass. Fast eine halbe Million verkauft bereits. Langlauf, das neueste Spiel von Game Releases, hat einen Sturm an guten Bewertungen begeistert und Kundenempfang. Branchenexperten halten Longlife für eines der seltenen Spiele, die einen neuen Qualitätsstandard für zukünftige Entwicklungen setzt. Wie es aussieht, hat Game Releases mit Longlife Spielegeschichte geschrieben. Gut gemacht. Danke für 500.000 Einheiten verkauft. Krass. Uns erreicht es die Meldung, dass Longlife erst vor kurzem von Game Releases veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 erzielt hat. Los, Game Releases, gut gemacht. Wow, meine Stimme versagt langsam. Alter, wir haben bereits 5,9 Millionen auf dem Konto. Und 600.000 verkauft. Sehr gut, du hast deinen Managementkurs erfolgreich beendet und kannst jetzt den ersten Mitarbeiter einstellen. Um damit zu beginnen, schließt du diese Mitteilung und klicke auf den Einstellen. Okay, hier, Position besetzen. Hier kann man Budget auswählen, 2 Millionen. Ich nehme jetzt mal 100.000. Und... auf was werde ich gehen? Man kann sich selbst trainieren und ich werde mir hier, also ein Demo-Film ist Programmieren, also ist ein Allrounder. Demo-Spiel ist Designer und komplexer Algorithmus ist Programmierer. Ich werde jetzt einen Programmierer suchen. Jo, Wena Gear ist erschienen. Wow, krass, fast 700.000. Hier sieht man Design wenig, Technologie viel und was sie halt verlangen. Was hast du verlangt? Wow. Soll ich riskieren? Ist der schneller? Nee. 239. Ja, ich würde den einstellen. Mittlere Spieler. Das werden wir jetzt dann auch gleich mal erforschen.